Für mich ist der letzte Exorzismus Teil 2 deutlich besser als der erste Teil, was allerdings mehr oder weniger ausschließlich daran liegt, dass man auf die furchtbare Wackelkamera verzichtet hat und diesmal einen Film präsentiert, der auch tatsächlich ein Film ist. Die schauspielerische Leistung der Hauptdarstellerin Ashley Bell ist fantastisch. Sie schafft es, die Emotionen ihres Charakters und vor allem diese emotionalen Wandlungen und die schwierigen sozialen Interaktionen, die sie am Anfang vor sich hat, großartig zu vermitteln. Vor allem dieses schelmisch-dämonische Grinsen, was sie dann teilweise auch noch aufsetzen darf, ist toll. Sie spielt den Charakter fantastisch und meiner Meinung nach ist ihre Leistung es alleine schon wert, sich den Film zumindest auszuleihen bzw. anzuschauen, sollte er irgendwann einmal im Fernsehen laufen. Abgesehen davon hat der letzte Exorzismus Teil 2 ein paar Szenen, die wirklich gruselig sein können, so beispielsweise schon die Eröffnungssequenz, wo Nell dann gefunden wird, aber er schafft es nicht, diese bedrückende, gruselige Atmosphäre wirklich aufrecht zu erhalten. Dafür hat er einfach viel zu viele Filler-Szenen, die im Endeffekt nirgendwo hinführen, inklusive sämtlicher Dämonen-Auftrittsszenen, die auch nicht wirklich weiterentwickelt sind, weil der Film nichts daraus macht. Es passiert in dem Film so viel, was dann einfach in keiner weiteren Szene angesprochen wird, was mehr oder weniger bedeutet, wir sehen eine Collage an Szenen, wie man es eigentlich von einem Wackelkamerafilm gewohnt ist. Dadurch fehlt der Story der Biss, dadurch fehlt auch dem Zuschauer die Möglichkeit, irgendwie in die Story hineinzufinden, weil es wenige tatsächliche Entwicklungen von Charakteren und Story gibt, abgesehen davon, dass einem alle Nebencharaktere eigentlich so gut wie gar nicht vorgestellt werden und dadurch ziemlich egal sind. Trotzdem, ausleihen schadet mal nicht, so bleibt der letzte Exorzismus Teil 2 für mich ein durchschnittlicher Geister-Gruselfilm.